Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ist das nicht mal wieder der Oberknaller? Ein Wasserflugzeug mit dazugehörigen Anlegepier. Absolute Klasse. Also der Huge Dragon, der hat mal wieder einen rausgehauen. Ich meine, der ist ja wirklich, was der für Fantasie hat und was der immer wieder für neue Ideen hat. Ich finde es absolut klasse. Und das wollen wir uns heute mal in aller Ruhe anschauen. Ich packe euch natürlich die Links unten in die Videobeschreibung, ist, wie ihr das immer macht, auf Steam und im Transportfieberforum erschienen. Dieses Flugzeug kann da unten im Wasser landen, kann aber auch auf einem normalen Flughafen landen. Das gucken wir uns heute alles gemeinsam an. Ich steige hier mal aus und wir gehen hier mal zurück. Ihr seht schon, wir haben hier zwei Docks, zwei Depots. Und hier warten auch schon Leute. Guck mal, da steht schon eine Frau, die möchte mitfliegen, die Anna Müller. Also hier vorne sind dann die Passagiere. Und wir haben hier an der Seite aber auch noch Terminals für Schiffe. Das gucken wir uns auch noch an. Können wir eigentlich auch gleich mal eine Linie einrichten. Von hier. Da machen wir Terminal 1. Und dann fahren wir auch nach hier hinten. Ich denke mal, dass das Schiff da durchkommt. Und hier machen wir auch Terminal 1. Ja, da kommt das Schiff, kommt hier durch. Das ist doch prima. Perfekt. Dann machen wir uns gleich noch eine Linie. Zack, Terminal 2, genau. Und auch nach hier hinten. Und auch hier machen wir Terminal Nummer 2. Da kommt das Flugzeug und landet hier. Können wir uns auch gleich mal angucken. Hier warten auch schon Leute. Dann haben wir die Landung auch mal gleich drauf. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also, ich glaube, der Huge Dragon ist der Modder, von dem ich die meisten Mods vorgestellt habe. Da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen, außer danke und wow. Auch wenn man das nicht gebrauchen kann, weil man sagt, nee, auf meine Karte passt das nicht. Man muss dem einfach Tribut zollen und sagen, der Mann hat's drauf. Das ist einfach so. Absolut klasse. Ihr habt doch gesehen, die Beladung geht auch rucki zucki. Schicken mal kurz Schiffe hier auf die Linie. Doppelstockwagen braucht man nicht. Wir nehmen hier einfach mal die Luftkissenboote. Eins machen wir auf die Linie 2. Eins machen wir auf die Linie 3. Ja, die kommen dann hier einfach. Die spawnen dann hier einfach. So, einmal drehen bitte. Damit wir das auch mal drin haben. Ne? Die halten dann hier quasi an den Holzstegen hier an der Seite. Beladen dann, drehen und fahren dann natürlich weiter. Das kennt man ja. Okay, das ist natürlich nicht so schön, dass der da durchfährt. Aber das kann man ja, denke ich, mit Bojen leiten, wenn man möchte. Weil hier ist es ja auch anders. Kommt das nächste Flugzeug. Ja, zu finden das Ganze unter Hafen natürlich. Gibt es auch in der Gütervariante. Sehr cool. Und dann haben wir einmal klein und groß für die verschiedenen Schiffe. Da ändert sich jetzt an dem Pier selbst gar nichts. Nur man kann dann halt auch große Schiffe hier landen lassen. Man kann es, aber bietet sich natürlich nicht an. Das muss man dazu sagen. Dann kann man hier sagen, diese Ölfässer, die wir hier haben, an der Seite, die hier brennen. Ne, diese Fässer hier. Kann man dann sagen, bitte einmal weg. Dann hat man gar keine. Dann steht da gar nichts. Unbeleuchtet. Dann brennen die nicht. Ich finde, das geht auch noch. Oder halt brennend. Ja, dann glimmen die so und dann kommt dann Dampf raus. Und die Fahnen hier an der Seite, diese bunten, die kann man auch noch wegmachen. Zack. Und auch
dieser ganze Pier an sich wieder sehr schön ausgestaltet. Fischmarkt, hier haben wir noch Gemüse, was verkaufen können. Halt, nochmal, das Ganze hat natürlich eher karibischen Flair. Ganz klar. Aber gefällt mir. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, das nehmen wir mal weg. Und dann gucken wir nochmal, bauen wir mal einen normalen Flughafen. Flughafen. Bauen wir hier hinten einfach mal hin. Einfach mal hier hin. So, und dann machen wir hier einmal von hier nach hier. Ne, da müsst ihr auch immer Terminal 3 auswählen. Das ist quasi, ja, es ist als Hafen deklariert, aber es ist halt eine kombinierte Haltestelle aus, wenn wir hier auf die Linie gehen, aus Hafen und Flughafen. Finde ich sehr genial. So, dann kaufen wir uns nochmal ein Wasserflugzeug. Ne, hier drüben das, da könnt ihr Flugzeuge kaufen und auf der Seite könnt ihr dann Schiffchen kaufen. Und dann haben wir hier die Twin Otter Seaplane. Gehe ich auch nochmal auf die Daten ein. 218 km Höchstgeschwindigkeit, 25 kN Schub, Kapazität von 22. Finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Wenn wir hier hier können wir gar keine anderen kaufen. Da müssen wir beim Flughafen machen. Aber wenn man hier die Sherpa mal sieht, die hat ja dann nur 12. Also ist schon eine hohe Kapazität. Ab 1965 verfügbar. Produktionsstart 1965. Bisher wurden mehrere Modelle entwickelt. Das Wasserflugzeug kann auf der Wasseroberfläche und auf normalen Start- und Landebahnen von Flughäfen starten und landen. 20 plus 2 und der Mod wechselt je nach Art der Frachtladung automatisch zwischen Passagier- und Frachtmodus. Ja, also das könnt ihr dann auch für Fracht benutzen. Kaufen, Linie 4. Mal kurz vorspulen. Und dann gucken wir uns die Animation auf dem normalen Flughafen nochmal an. Ich finde das einfach klasse. Und seine Helikopter-Mod steht auch in den Startlöchern. Hatte ich ja vor ewiger Zeit mal vorgestellt, als er da so eine Preview rausgebracht hat. Aber die scheint auch fertig zu sein mit Helikoptern, die oben auf dem Wolkenkratzer landen. Und der Helikopterlandeplatz, so wie ich das gesehen habe, der zweite, dann unten auf dem Boden quasi, nicht oben auf dem Wolkenkratzer, der hat dann auch kombiniert mit Busstation und was da alle dabei ist. Also ganz, ganz großes Kino. Aber man könnte denken, die Triebwerke brennen. Ja, ich schwung ein bisschen vor. Muss ja das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ach, die rauchen nur beim Beschleunigen. Okay. Nee, das war knapp. Ja, und hupen. Ist dann dieser Funkspruch. So, wir setzen zum Landeanflug an. Und ihr seht, wenn wir hier unten mal gucken, der hat ja auch hier unten die kleinen Miniräder, um dann auf dem Flughafen zu landen. Da schauen wir mal, wie sich das Ganze dann darstellt. Das ist halt schön, dass er auch am Flughafen landen kann. Ne? Hat auch nicht so großen Radius, was das Landen angeht. Schauen wir mal. Setzt sehr spät auf, aber das ist sehr schön, passt auf jeden Fall. Das funktioniert also auch ohne problemlos.
kenne das halt von den Malediven, also nicht, weil ich da schon mal war. Ich würde da mal gerne hin, war da aber leider noch nie. Da wird man ja dann vom Flughafen, in Mane ist das, glaube ich, heißt die Hauptstadt da, da wird man ja dann auch mit so Flugzeugen oder ähnlicher Bauweise dann auf die Inseln dann gebracht. Und da nicht jede Insel einen Flughafen hat, muss man dann halt per Wasserflugzeug dorthin gebracht werden. Ja, schauen wir nochmal. Assets auch dabei. Nope, Assets haben wir keine. Aber das ist auch nicht weiter tragisch. Nur da gucke ich jetzt mal rein, weil ich habe schon bei der ein oder anderen Mod die Assets einfach vergessen. Mega-Teil, Mega-Mod. Ich finde es wirklich klasse. Gerade wenn ihr tropische Karten spielt, dann ist das für euch natürlich ein Must-Have. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, so als Joke auf die Bodenseekarte werde ich es definitiv bringen. Und im Schönbau glaube ich eher nicht, weil das passt einfach nicht. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tut mir einen Gefallen, wenn ihr euch das runterladet. Lasst dem Huge Dragon bitte ein Like da und einen netten Kommentar, weil die Arbeit, die in all seine Mods steckt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.